Mannschaftsfahrer. Als erster wird Max Berlager kommen, danach Dieter Bargmann, natürlich auch eher Mannschaftsfahrer. Christoph Weihe als Hausherr und Gastgeber dieser so tollen Weltmeisterschaft werden wir dann sehen. Und last but not least, zum Ende, der Beste vom Dressurviereck hier am Donnerstag, Jan-Felix Pfeffer. Das also die Top-Gespanne aus deutscher Sicht, die wir noch erwarten. Alles wichtige Fahrer für unsere Mannschaft, für unsere Punkte im Nationenpreis. Und einmal mehr die Niederlande im Hindernis Nummer 7. Rundbergse Saloon. Hüller, Hü! Kas Hendricks mit Gespann Nummer 66.